soll denn der Mist? Beinahe hätten wir den auch noch verloren. Ich dachte, die letzte Folge wäre schon eine Chaosaufnahme, aber die hier wird nicht besser. Was ist nur passiert, dass hier alles gerade den Bach runtergeht? Gut, unser Fiumia hat sie erstaunlich gut abhalten können. Da bin ich nach wie vor stolz drauf. Hier hast du ein paar Lintoberries. Hau dir mal ein paar Beeren rein, hast du dir verdient. So. Dino-Kacke, immer gut. Es ist irgendwie, wenn man die Dinos anhittet und dann dein Partner, Begleiter Dino automatisch aggro wird. Das ist unfassbar, du kommst hier nicht mehr hinterher. Und hatte Fiumia plötzlich unbegrenzte Ausdauer. Ah, wir sitzen auf dem, da kommen wir nur 2 Meter weit. So, Trank Arrow. Haben wir tatsächlich noch, cool. Betäubungsfalle, so, vielleicht können wir damit ja mal ein Parasaurier ausnocken. Oh, oh. Ach komm, den schaffen wir. Ist der Mate boosted? Nein. Zu langsam, Freund. Zu langsam. Hier läuft eigentlich ein ganzer Zoo rum, habe ich das Gefühl. Tiefebene hier, viel zu offen. Viel zu offen. Das wäre kein Ort für ein Zuhause und ist mir irgendwie auch ein bisschen zu gefährlich. Ich will mal sehen, dass ich unseren Fiumia hier bald wegkriege. Oh, der regeneriert sich viel zu langsam. Ja, das sehe ich genauso. Das ist ziemlich scheiße gerade. Aber wir machen das Beste daraus, wir hacken Holz. Die Dorfosaurier. Okay, andere Richtung. Kriegen wir zwar, aber ganz ehrlich, ich muss jetzt da nichts herausfordern. Fiumia hält erstaunlich viel aus, das gefällt mir. Trikes. Die sind ziemlich aggro, das gefällt mir nicht. Also sie sind nicht aggro, aber sie können mega austeilen, wenn sie denn mal aggro werden. Also unserem Glück leider schon viel zu oft passiert ist für meinen Geschmack. Ich meine, wie viele Dinos haben wir hier wirklich bis jetzt von allen, die verloren gegangen sind, effektiv an solche dummen Situationen verloren? Ich glaube alle. Passt in den Fiumia noch was rein? Ich würde sagen, ja. Reiten können wir den zwar nicht mehr, aber er kann noch tragen. Einer Fliegosaurus hier. Ich kann doch, glaube ich, nicht tamen. Ah. Guck mal. Wenn ich jetzt... Hallo, Sir. Das hätte super funktioniert. Flugsaurier kriegen wir da mit einem Hit ausgenockt, aber wehe, wir wollen was so ein Billig-Dino tamen. Okay, der ist über alle Berge. Hallo? You are starving? Ja. Erst ein paar Bären in den Rachen hauen. Ja. Das lief jetzt nicht ganz so wie geplant. Um mal nicht zu sagen, es hätte nicht schlimmer laufen können. Doch, der Fiumia hätte sterben können. Aber Fresssack ist unkaputtbar. Der hält. Hm. Wir brauchen mindestens einen Dumbo. Gut, unser Fiumia lahmt etwas, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Er ist schon ganz gut beladen. Können wir vielleicht... Ich habe eh nur noch 2.
Dann kriegen wir eh keinen Blumentopf mehr. Bam! Okay. Spontane Idee. Warum nicht? Na, Fiomia, was hast du dazu? Kann man mal machen, so eine kleine Tame-Aktion, ne? Ich will irgendwas tame, damit wir wieder ein paar Dinos haben. Weißt du, so ein kleiner Agrosaurus ist. Dilophosaurus Level 5. Sollte eigentlich nicht allzu schwer gehen zu tamen. Wäre ja nicht der Erste. Apropos, echt der Erste, wo liegt der überhaupt? Wo ist der? Ach da! Wieso passiert beim Taming schon wieder nichts? Okay. Ja. Gut, lasse ich erstmal so dahingestellt. Freeze. Okay, nichts angreifen, wo sich irgendein anderer Dino in der Nähe befindet. Sonst fühlt sich unser Fiomia motiviert, in den Kampf einzuschreiten. Was jetzt bei der Schildkröte, glaube ich, nicht so das Problem wäre, aber der Trike könnte dann doch schon etwas ungemütlicher werden. Wo liegt unser Freundchen? Hier, glaube ich, irgendwo, ne? Ah, den haben wir gleich. Den haben wir gleich. Das ist aber leider immer noch nicht unser Dumbo-Problem. Ja, wir brauchen einen Packesel. Ich habe gerade schön Narcotic Arrows heute verschenkt. Das ist ziemlich ärgerlich. Aber dann ist der gleich getamed. Da hinten sehe ich noch ein bisschen Dünger. Selber noch ein bisschen Dünger produziert. Wo liegt er? Naja, egal. Schon wieder so eine Chaosaufnahme heute. Ich habe irgendwie kein Glück. Da ist er. Da ist Jimmy. Jimmy, der Dilophosaurier. Level 7, oh, hat sogar noch Level Boost gekriegt. Ah, schön in Grau. Finde ich cool, dass die verschiedene Farben haben. Mitkommen. Und du wirst definitiv auf neutral gesetzt. Damit er sich nicht wieder motiviert fühlt, in irgendwelche Auseinandersetzungen einzuschreiten. Hier war doch eben alles voller Parasaurier. Wo sind denn die? Ja. Gerade neu im Team und erstmal die Klappe aufreißen. Das sind mir die richtigen. Da ist ein Parasaurier. Na, das bringt auch nicht viel. Ich habe nämlich irgendwie keine Steine. Jungs, ihr kommt mit. Sehr gut. Dumbo Take 6 wird das hier. Ist der wenigstens Low Level, dass das schön schnell geht? Ja. Sehr schön. So, wo sind die Narco Berries? Narco Berries hatte ich aber noch mehr. Hallo? Warum? Warum hat er das gemacht? Passiv, so. Und die Passiv ist auch nicht gut. Das hat er doch glatt... Das glaube ich jetzt gerade nicht. Warum? Drecksvieh.
Elendes Drecksvieh, ey. Wage es nicht, du scheiß Libelle, das wäre dein Ende. Danke. So, das beantwortet aber nicht meine Frage, ob Jimmy immer noch die Narkobären hat. Hat er. Bald gibt es hier keine Parasaurier mehr, weil die alle tot sind. Uah. Alle tot? Meine Güte. Was ist denn hier los schon wieder, ey? Alles greift uns an und vor allem irgendwie gewinnt es auch noch. Ich bin müde, ich habe Hunger, alle Dinos sterben. Was ist denn los hier gerade? Ist voll der Wurm drinne. The Worm is inside. Noch ein Parasaurier. Oder sind die inzwischen alle tot? Verdenken könnte ich sie nicht. Von wann hat unser Fiomia den noch getötet? Der war doch schon im Tamen begriffen. Ja, genau, ich verstehe es auch nicht. So, ich bin verzweifelt. Parasaurier. Es gibt ja aber keine mehr. Alle weg. Hier wäre auch noch ein ganz cooler Platz für ein Haus gewesen, so an einem Felshang. Wir gehen mal kurz zur Basis zurück, dann können wir Fresssack abliefern. Den mitzunehmen ist mir irgendwie nicht geheuer. Erstens will ich nicht, dass er stirbt, der war so mühevoll zu zähmen. Zweitens hat der einen Parasaurier, den ich gerade tamen wollte, auf dem Gewissen. Das ist nicht verzeihlich. Schweres Vergehen. Das muss geahndet werden. Vielleicht setze ich ihn auf Diät. Ja, droht ihm aber, glaube ich, nicht so schnell eine Gefahr durch. You're encumbered. Da können wir doch was machen. Wir haben doch hier jemand, der vor jugendlicher Energie strotzt. Oder so ähnlich. Können wir, was kann ich ihm denn? Schafft er das? 41 von 45. Vielleicht ein bisschen viel. 32, kann er jetzt noch vernünftig laufen? Ja, sieht gut aus. Also irgendwie hatte ich mir diese Holzhack-Expedition anders vorgestellt. Und zwei Parasaurier verloren. Einen, den wir gerade frisch getamed haben, unseren guten alten Dumbo 2.0, der sogar noch mit uns hierher umgezogen ist. Dass ihr eine Relation habt, wie lange der uns schon begleitet hat. Bis er dann ein sehr abruptes Ende gefunden hat. In einer Übermacht, gegen die er nichts ausrichten konnte. So, kommt ihr? Ihr kommt. Kurz einmal orientieren. Komisches Gebilde, diese Richtung. Dann sehe ich auf jeden Fall schon wieder Parasaurier. Oh, was ist denn hier heute schon wieder los? Den ganzen Tag über fährt hier kein scheiß Auto durch die... durch die Straße und wehe, ich versuche aufzunehmen. Das ist die ganze Völkerwanderung. Machen die doch mit Absicht. Fresssack, du faules Stück Scheiße, komm her. Sorry, ich bin gerade ein bisschen angepisst. So, kannst du dich jetzt bewegen, du dickes Ding? Zum Verzweifeln ist das mit denen. So, Parasaurier-Take. Ich weiß nicht wie viel.
Take, ich habe aufgehört zu zählen. Einer unserer Begleiter aggro? Nein, gut. Ich hoffe, der backt da hinten fest. Komm, renn gegen die Felswand, renn gegen die Felswand. Renn gegen die Felswand. Ja. Das will ich doch sehen. So. Und jetzt untersteht sich unser Rhino, bitte. Was das Kämpfen angeht, da wäre ich sehr verbunden. So, den tamen wir jetzt. So. Das geht ja Gott sei Dank recht fix. Jetzt hätten wir sogar noch einen zweiten. Na, wird sich anschließen. Dann hätten wir wieder zwei, aber ich glaube, wir tamen erstmal einen, weil ich nicht weiß, wie viel Narkobären das Ganze verbraucht. Obwohl. Komm, geht noch. Schade. Schade, schade. Hatte ich nicht noch normale Arrows? Da. Equip. You're cold. Ja, gut, hier, Fackel. Ja, ich glaube, wir warten mal, bis der zu Ende getamed ist. Dann satteln wir ihn, dann haben wir auch wieder ein bisschen Platz in unserem Fiomia. Und dann will ich mal gucken, vielleicht ist er da hinten ja tatsächlich an der Wand festgebackt, dann können wir den auch nochmal schnell tamen, dann haben wir wieder zwei. Vielleicht habe ich auch schon genügend Mats zusammen, um mir ein Dinosaur Gate zu craften, einfach mal zu gucken, wie die aussehen, dass ich weiß, auf was auf uns zukommt, ob man damit bauen kann. Oder ich informiere mich mal, wie man so eine schöne Umzäunung baut, ich weiß es noch nicht. Dass der jetzt vielleicht endlich mal nicht getötet wird. Welcher unser Parasaurier hat eigentlich am längsten gelebt? Ich glaube Dumbo 2.0 hatten wir am längsten. Mach ich das jetzt Dumbo 3.0? Ne, das ist glaube ich Female, ne? Ja, das ist Female. Das dürfte glaube ich unser erster Female-Parasaurier sein, den wir haben. Ich habe eine Fackel, mir ist auch kalt. Was für ein Profi sind wir hier eigentlich unterwegs? Ja, aber kacken. Halte ich doch damit warm. Oh nein, die Vorstellung. Nee, danke. Das Taming geht etwas langsamer voran, als ich dachte. Sprinten wir mal kurz hier rüber. Vielleicht hängt Nummer 2 ja tatsächlich hier hinten fest. Der ist hier rein gesprintet, okay. Gut, den werden wir definitiv erstmal nicht mehr wiederfinden. Und wieder zurück. So schnell kann es gehen. Ah, hier renne ich nicht durch. Hier ran knüpfen sich negative Erinnerungen. Zum Beispiel, wenn ich wieder irgendwas sehe. Okay, das sind nur Steine. Ich schiebe hier schon voll die Paranoia. Hey. Wir haben einen neuen Dilophosaurier. Also theoretisch, wenn wir den jetzt tame und heile nach Hause kriegen, haben wir eine Dino-Gesamtbilanz von 0. Ne, gar nicht mal. Plus 1. Ich bin ja mit Dumbo los, hab den Bob getamed, Bob ist gestorben. Hab den Dilophosaurier getamed, damit sind wir wieder bei 0. Und mit dem Female hier sind wir dann bei plus 1. Ja, wir haben sogar noch Gewinn gemacht. Ist ja cool.
wenn er sich da nicht mal tamen lässt. Los, tame! Wir brauchen aber unbedingt zwei. Zwei Packesel sind viel cooler als einer. Können wir 800 Holz ungefähr mitschleppen, so grobe Kerl. Ich glaube, unsere anderen beiden Dinos waren ein bisschen weiter gelevelt. Deswegen konnten die mehr schleppen. Gut, sagen wir mal 700. Schon wieder Hunger? Ist doch gestoppt. Bald habe ich keine Bären mehr, ey. Ein bisschen Meat. Wir haben gleich ordentlich Meat, dass ich auf den Grill hauen kann. Das ist schon mal einiges wert. Jetzt tame endlich mal zu Ende hier. Unconscious, etwas unter die Hälfte, Taming. Shit, hat nichts mehr zu essen. Ah. Verflixt. Kann das mit dem Taming ja nichts werden. Wenn er nichts mehr zu essen hat, der Gute. So, hier, nimm. Alles voller Bären. Hau weg. Und ich wundere mich, dass das Taming nicht weitergeht. Na, da passiert doch was. Schon wieder Dino-Kacke? Na gut, können wir gleich unsere Gärten ein bisschen düngen. Investor Harvest Resources. Ja, mach ich doch gerade. Well, freeze. Mir ist langweilig, ich hau Steine ab. Das heißt, wir haben gleich wieder einen Parasaurier. Das heißt, wir können wieder Holz hacken gehen. Oder soll ich dich lieber erstmal heil zu Hause abliefern? Ich weiß nicht, ich will Holz, ich will bauen. So, ich will mal drei Speere herstellen. Man weiß ja nie, wer uns hier noch so alles entgegenkommt. Bam.